Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute das Spiel Fading Visage an. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das Spiel kostet im Steam Store gerade 4 Euro und ist von den gleichen Entwicklern, die auch schon Shining Hotel gemacht haben, also von Joystick Knights. Ich denke mal, für 4 Euro und den Kritiken, die ich auf Steam gelesen habe, können wir von dem Spiel nicht allzu viel erwarten, aber ich gebe da immer nicht gern so viel drauf, zumindest auf die Reviews bei Steam, weil mir auch schon viele Spiele gefallen haben, die dort negativ bewertet wurden. Aber wir schauen einfach mal. Neues Spiel. Ja, ich habe da sowieso nur ganz kurz reingespielt. Hallo? Ja, nee, noch nicht. Ich will mich erstmal umschauen. Okay. Was ist das für ein Licht hier? Da jemand eine Taschenlampe fallen lassen? Kann ich hier irgendwas machen? Kamin brennt. Und haut die ab jetzt? Oder es? Was auch immer? Das Licht? Oh, Pizza. Grafikmäßig hier nicht das Nonplusultra. Aber darum soll es uns auch nicht gehen. Das Spiel ist zumindest mit Horror getaggt. Also gehe ich davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise gruselig sein soll, wird. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Ich kann hier nichts tun. Gar nichts. Na gut. Dann folgen wir dem Licht. Für die Wechselwirkung. Übersetzung ist wieder am Start. Das ist neblig. Und wir folgen einem Licht. Jetzt geht das da nicht wieder weg. Und ich habe das Licht jetzt schon verloren. Ach, da. Was liegt da? Ach, das ist nur ein Stock. Klicken für Wechselwirkung. Los. Was? Was war denn? Ich habe nichts gesehen, gar nichts. Ich bin einfach umgefallen. Ja, dann los. Mit. Kann ich laufen? Ja, zumindest das geht. Verbirg dich im Haus. Stand das da eben auch? Jetzt falle ich schon wieder um. Achso, es hat gespeichert. Man würde sonst auch nicht mitkriegen, dass es weitergeht. Achso, ja, diesmal sagt sie nichts. Okay. Aber man hat ja kaum Zeit, die Geschichte zu lesen, wenn ich da jetzt abhauen muss. Und jetzt soll ich dem wieder hinterherlaufen und das muss ich wahrscheinlich auch wissen. Weil gesagt hat sie es nicht. Und wer war da jetzt zur Hölle? Warum bin ich umgefallen? Was denn? Ach, ein Rucksack. Okay. Aha. Ich habe keine Ahnung, wer mich da verfolgt. Gar nichts. Ich weiß nichts. Ich laufe einfach. Ich hoffe, ich finde das blöde Haus überhaupt wieder.
glaube über den Fluss. Sind wir über den Fluss gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ach, da ist ein Haus. Und dann gehen wir da mal rein. Ja, tut mir leid, ich kann leider nicht zeigen, wer mich da verfolgt, weil ich anscheinend sonst das komplette Spiel immer wieder von vorne zeigen muss. Okay, wir haben also irgendwie gepicknickt oder sowas, keine Ahnung. Das wirkt sehr repetitiv hier. Ich laufe jetzt also hier die ganze Zeit dem weißen Licht hinterher, sammle irgendwas auf und laufe dann vor irgendwas weg und muss mich wieder im Haus verstecken. Okay. Na gut, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Was müssen wir dann noch so finden? Und außerdem, wie gesagt, es stört mich extrem, dass ich die Story hier nicht mitkriege, weil ich immer sofort wieder abhauen muss. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie es zurück zum Haus geht. Aber ich finde einen Pullover. Okay, sie hat's. Sie hat es bereut, dass sie einen Pulli angezogen hat. An dem Tag, an dem wir irgendwie was zusammen gemacht haben. Weil es sehr warm war. Und sie hätte keinen Pulli gebraucht. Ich gehe jetzt den Weg, den ich hier einmal geschnallt habe. Am Fluss entlang. Ach ja, hier war es schon. So. Auf in die nächste Ohnmacht. Alles klar. Und täglich grüßt das Murmeltier. Hallo, dich habe ich ja noch nie gesehen. Nur lauf los. So. Na, mal gucken, was die Geschichte zumindest mit sich bringt. Irgendwas wird es ja hier zu erzählen geben, nehme ich an. Hoffentlich ist die Geschichte nicht genauso wirr wie bei Shining Hotel. Was finden wir diesmal? Es ist auch so hell, dass man das Licht kaum sieht hier bei dem ganzen Schattengedöns. Oh nein. Ach da. Also besser gesagt, bei dem Nebelgedöns hier ist es so nebelig, dass sich das weiße Licht nicht mehr abhebt von dem Nebel. Was ist das? Ein Foto? Sie sagt exakt einen Satz dazu. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Gehe ich richtig? Ich weiß es nicht. Doch, ich müsste jetzt wieder zu dem Fluss kommen. Hoffentlich kann ich wenigstens unendlich sprinten, weil... Nicht, dass das hier gleich alles wieder von vorne losgeht. Sind wir so weit weg gewesen? Kann ich auch hier lang? Ja, da ist doch schon das Haus. Ab durch die Tür. Herein. Ich weiß auch nicht, wie dicht die hinter mir sind oder was auch immer da ist. Wie dicht es hinter mir ist. Ja. Hoffentlich geht es nicht noch weiter weg, dann finde ich gar nicht mehr nach Hause. Über den Fluss rüber. Okay, ich kann da einfach durchlatschen. Schön. So, gleich ist das Licht ganz im Nebel verschwunden. Dann sehe ich es gar nicht mehr. So. Eine Trinkflasche. What happened next? I never saw it coming.
Sie sagt immer exakt einen Satz zu jeder... Zu jedem Dings, zu jedem, was wir finden. Jetzt ist dieser Bug schon wieder da. Das muss auf jeden Fall immer ziemlich dicht hinter mir sein. Es klopft jedenfalls immer wieder, sobald ich... Na, lauf los. Oh. Wo will es diesmal hin? Ach, einfach nur durch die andere Tür raus. Alles klar. Na dann. Wieder über den Fluss. Ich versuche mir das hier zu merken, wo wir lang müssen. Weil du auch das Haus... Ach, das ist der Weg geht. Ein Stiefel. Konntest du nicht mal lesen. Also ich weiß nur, dass sie in den Fluss gefallen ist. Und dann ihren Schuh verloren hat. Und deswegen haben wir da gerade den Schuh gefunden. Und das war offensichtlich unsere Freundin oder so. Weil sie davor beim Foto hat sie gesagt, dass es so schön war, wie alles begonnen hatte. Aber es passiert ja zumindest irgendwas. Jetzt finden wir ein Messer. Ich war derjenige. So. Ich glaube auch nicht, dass es sich lohnt, das Ganze jetzt nochmal zu spielen, um das andere Ende zu sehen, weil es kommt nur ein ungefähr 2-Sekunden-Schnipsel eines anderen Endes, was aber genauso wenig Aufklärung bringt. Das heißt, wir waren offensichtlich irgendwie picknicken oder was auch immer, haben was zusammen gemacht. Und dann bin ich auf sie los. Also ich habe sie verfolgt. Und dann ist sie in den Fluss gefallen und hat ihren Schuh verloren. Und deswegen ist sie jetzt ein weißes Licht. Ich bin maximal verwirrt. Ich verstehe noch viel weniger als bei Shining Hotel. Aber ich muss den Reviews bei Steam doch ein wenig recht geben. Ich habe jetzt 13 Minuten gespielt. Dafür finde ich 4 Euro. Und ich glaube, es war mal teurer, weil in den einigen Reviews stand drin, dass es 7 Euro noch was gekostet hat. Das finde ich dafür schon ganz schön viel. Weil es gibt ja auch so 50 Cent Spiele bei Steam, die teilweise mehr Inhalt haben als das hier. Also ich würde es für einen Vollpreis wahrscheinlich nicht kaufen. Ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem Bundle zusammen in irgendeinem Steam Sale gekauft. Und dafür war es jetzt okay, das einfach mal anzuspielen. Ja. Den Rest, also was ihr euch dafür für eine Meinung bildet, überlasse ich euch. Ich bin an der Stelle raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!